der Grosse jetzt an dieser Zeit, das war lebensnotwendig. Ja, jetzt nicht so übertrieben, aber es ist eine sehr wichtigste Mannschaft. Hat sich endlich gelohnt für den grossen Aufwand. Ich glaube, dass wir von Anfang an die dominierende Mannschaft waren, dass wir wieder zwei so dumme Goale bekommen. Und ja, bist du in der Halbzeit rein, bist du in der 2 hin und siehst halt wieder wie letztes Jahr auch in Winterthur, Jungs, wenn man aus dieser schwierigen Situation zusammen rauskommt und probiert es 2-2 zu machen und dann gewinnen wir es eher. Und Gott sei Dank ist es heute so gesehen. Es hat viel Positives gesehen, vor allem, offensiv, aber defensiv sind wir schon zum Teil zu sorglos, sind wir zum Teil mit zu wenig Absicherung unterwegs und dort werden wir die, wo sehr den Fokus drauf legen. Kann man auch sagen, die Wechsel gehen, sind dann sehr positiv gewesen, haben wirklich richtig gestimmt. Ja, es sind eigentlich alle super trainiert, schon relativ überall trainiert die Woche, aber im Brunnen haben wir das Vertrauen gehen nach einem super Wintertour-Spiel. Und mit Mathis wissen wir, was für Fähigkeiten er hat. Dann habe ich ein bisschen kürzen, aus der Komfortzone holen, indem ich den Noah zuerst laufen lassen. Und schon super reingekommen. Allgemein, glaube ich, haben wir uns endlich belohnt für den Aufwand, den wir jetzt seit Wochen betrieben. Und jetzt hoffe ich, dass wir so auf dem Weg weitermachen. Wenn noch Montwiller und jetzt losgewechselt, ist es Vorsichtsmaßnahme. Ja, also bei beiden wäre es nicht mehr lang gegangen, dann wäre es schlimmer rausgekommen. Es ist halt jetzt bitter, weil ich eigentlich den Babic bringen wollte, weil es wäre sein Spiel gewesen, auf Konter. Beim Mandy ist jetzt so, dass er erst Halbzeit beim Hechten hat es mir Muskel zugemacht, unter der Schulter. Und es ist immer schlimmer geworden, jetzt, weil es so kalt ist. Und beim Mundi haben wir eigentlich von Anfang an nicht gewusst, kommen bringen. Dann hatte die ganze Woche Schmerzen am hinteren Oberschenkel. Dann hätte man wieder zutun, bevor wir den Muskelfaserriss riskieren, haben wir rausgenommen.